Kollegen, liebe Berlinerinnen, wir laufen gerade am Abgeordnetenhaus vorbei. Eine andere Politik ist möglich. Der Mietendeckel wurde hier beschlossen. Und wenn Franziska Giffey diese Stadt an die CDU verschenkt, dann ist das nicht okay. Eine andere Politik ist möglich. Das haben wir mit dem Berliner Mietendeckel gezeigt. Und es ist jetzt an der Zeit, die Menschen zu entlasten. Und ich bin dankbar, dass ich zu euch sprechen kann, auch als Politikerin, auch in diesem Berliner Abgeordnetenhaus für euch vertreten, für die Linke. Lasst uns große Bündnisse schmieden für eine andere Politik, für eine gerechte Mietenpolitik, für eine Umverteilung von oben nach unten. Das muss aufhören, dass die Menschen alle abgezockt werden. Berlin wird immer teurer und damit muss endlich Schluss sein. Ich sage ganz ehrlich, die letzten Jahre waren super hart, weil ihr alle gestreikt habt. Ihr habt in den Krankenhäusern gestreikt, ihr habt gekämpft für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Löhne. Und wir als Linke haben an eurer Seite gestanden. Und ich sage danke. Danke, dass ihr für eine andere Welt eintretet und auch in den Tarifauseinandersetzungen jetzt wieder aktiv seid. Es ist wichtig, dass dieser Streik jetzt am Montag stattfindet. Paris brennt. Was ist los in Berlin? Und das zu Recht. Auch wir als Linke fordern seit Jahren: hoch mit den Löhnen, runter mit den Mieten. Es ist doch klar, der Lohnkampf und der Mietenkampf gehören zusammen. Die Enteignung der Einkommen muss aufhören. Die Profite der Immobilienlobby müssen radikal beschnitten werden. Wir können uns die Superreichen nicht mehr leisten. Und es muss Schluss sein mit den Mieterhöhungen. Jede Mieterhöhung ist eine zu viel. Und deswegen ist auch völlig klar, wir brauchen den Mietendeckel zurück. Die Ampel in der Bundesregierung muss endlich mal aus dem Quark kommen. Dann sollen halt die Grünen und die SPD die FDP rausschmeißen. Das ist mir egal, wie sie das hinkriegen, aber wir müssen endlich wieder eine Stadt haben, die Menschen sich leisten können. Und ich sage auch ganz klar, warum Wohnen auch in die öffentliche Hand muss. Der Bausektor ist zutiefst unsozial. Wir haben Bauarbeiter, die in Obdachlosigkeit leben. Die ziehen hier die Luxusimmobilien hoch und wohnen gleichzeitig in Zelten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Bausektor, der muss umgekrempelt werden. Wir wollen, dass Bauen endlich in die öffentliche Hand kommt, dass Wohnen in die öffentliche Hand kommt. Wir müssen uns mit den internationalen Monopolen auch im Bausektor anlegen. Denn gute Arbeit beim Bau ist die Voraussetzung auch für gutes Wohnen. Franziska Giffey ist ja angetreten mit den 5 Bs für Berlin. Und ich sag mal so, heute hier haben wir 3 Bs, nämlich das beste Berliner Bündnis. Wir brauchen breite Bündnisse für eine andere Stadt, für eine andere Politik. Und deswegen danke, dass wir hier so ein breites Bündnis zusammen haben. Ich erinnere mich an die großen Mietenproteste der letzten Jahre. Wir fangen nicht bei Null an. Wir haben große Demonstrationserfahrung. Lasst uns darauf aufbauen und immer mehr werden. Ich möchte aber auch, weil Verdi heute hier so prominent das organisiert hat, auch noch was zu einem ganz aktuellen Fall sagen. Ich möchte über Benko reden, ich möchte über Signa reden, über unsere Warenhäuser. Das ist der krasseste Fall von Enteignung von öffentlichem Eigentum, von Gemeinschaftsgütern, die wir die letzten Jahre erlebt haben. Benko hat deutschlandweit die Warenhäuser gekauft und macht daraus jetzt Luxusimmobilien. Das können wir nicht zulassen. Wir müssen die Beschäftigten sichern, wir müssen die Arbeitsplätze sichern, wir müssen auch die Warenhäuser sichern. Das kann doch nicht sein, dass hier so ein Milliardär nach Berlin oder nach Deutschland kommt, diese Warenhäuser kauft und daraus Luxusimmobilien macht. Das können wir uns doch nicht bieten lassen, Leute. 680 Millionen Euro Wirtschaftshilfe hat dieser Typ bekommen von der Bundesregierung. Und soll ich euch was sagen? Die hat er sich einfach in die Tasche gesteckt. Nichts davon ist angekommen bei den Beschäftigten. Nichts davon ist angekommen in den Warenhäusern. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist Steuergeld. Und das wurde einfach aus dem Fenster geschmissen. Ich
bin dafür, dass Siegler enteignet wird. Dieser Fall, diese Warenhäuser, Galeria Kaufhof, sind so wichtig. Lasst uns gemeinsam mit den Beschäftigten kämpfen. Es geht hier wirklich darum, seit 30 Jahren werden die Beschäftigten ausgenommen, werden die Warenhäuser filetiert. Erst Schickedanz, dann Mittelhof, jetzt Benko. Wo soll das denn noch hinkommen? Holen wir uns die Warenhäuser zurück, sichern wir die Beschäftigten und sorgen wir dafür, dass unsere Innenstädte bezahlbar bleiben. Denn wir brauchen keine Luxuskaufhäuser für Benko und seine Freunde. Der Mietenkampf ist die Grundlage für den Zusammenhalt der Nachbarschaften. Wir kämpfen inzwischen gegen den Ausverkauf von Gewerbeimmobilien, von Wohnraum. Die ganze Stadt ist zur Ware geworden. Liebe Leute, das muss aufhören. Wir brauchen eine antikapitalistische Stadtentwicklung. Wir brauchen eine Stadt für alle. Die Stadt ist nicht nur für die Reichen da. Und deswegen sage ich auch ganz klar, für die Zukunft muss gelten, dass die Leute, die die letzten 30 Jahre aus der Innenstadt verdrängt wurden, wieder in die Innenstadt reinziehen können. In Berlin-Mitte sollen nur noch Sozialwohnungen gebaut werden. Das ist die Antwort für die ganzen Bonzen da draußen. Ich sage es ganz klar, wir brauchen eine Wirtschaft, die den Menschen dient, ob es die Wohnungswirtschaft ist oder die Bauwirtschaft oder andere Sektoren. Wir müssen dieses Land umkrempeln und lasst uns regelmäßig auf die Straße gehen, lasst uns mehr werden, lasst uns auch morgen alle beim Klimavolksentscheid mit Ja stimmen, denn die ökologische Frage ist eine soziale Frage und wir müssten hier das Land verändern. Danke. Und deswegen darf ich hier heute sprechen, in den letzten Jahren wirklich gerade authentisch für die Interessen der Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt eingesetzt haben. Give it up for Katalin! Wir machen jetzt ein bisschen Musik.